Da ist eine Glocke. Zahnrad. Was war das jetzt? Der Gasbrenner. Ball. Stern. Stern. Das ist ein Ball. Hätte er sein können. Da ist noch ein Ball. Aha, also sind das jetzt nur Billardkugeln. Was ist das denn? Meine Gleichung brauche ich nicht. Die Öllampe. Da ist der letzte Ball. Ne? Ja. Ein Skelett. Das da. Ist schon sehr gemein. Doch, also so ein bisschen gemein ist es schon. Gut, dass ich schon so ein bisschen Erfahrung habe in Wimmelbild spielen. Jetzt brauche ich noch den Besen und die Elektrode. Wie sieht die denn aus? Ja, ich bin eine Frau. Ich weiß nicht, wie Elektroden aussehen. Ja, zumindest weiß ich nicht, wie es hier in dem Spiel aussieht. Die modernen kenne ich schon, aber ich weiß, wie das hier. Das ist auf jeden Fall mal der Besen. Das ist... Hätte ich doch nie erkannt, Leute. Also, nee. Das ist nicht die Elektrode, die ich kenne. Was soll ich wissen, dass das da eine Elektrode ist? Gut. Jetzt kann ich am Generator... Ja, jetzt... Ja. Warum gehst du dann aus dem Bild raus? Du hältst im Erdbeerfeld. Ah, ist das hier Licht an? Ach du meine Güte. Also die Musikwechsel finde ich schon genial. Und auch die Settings gefallen mir bisher sehr gut. Wir brauchen Handschellen, Heckenschere, Hosenträger, einen Löwe, Brille, Gürtel, Aloe-Pflanze, vermutlich eine Aloe-Vera-Pflanze, Glockenstab, Holzfigur, drei Katzen, eine Krawatte und vier Kronen. Da haben wir ja schon mal den Löwen. Und dann ziehen wir mal hier den runter. Und bringt mir jetzt nichts. Wirklich. Gut. Eine Krone. Das ist auch eine Krone. Wie viel brauche ich davon? Ach, noch zwei. Ist das die Pflanze? Nee. Weil da sind die Handschellen. Du bist die Aloe Vera Pflanze. Die Aloe Pflanze. Das ist der Lockenstab. Ja. Was war ich jetzt noch? Holzfigur, Brille, Gürtel, Heckenschere, Hosenträger. Noch zwei Kronen. Krawatte. Heckenschere. Eine Holzfigur. Damit wirst du nicht die Puppe meinen. Die? Nee. Die da. Irgendwie komisch aus, das Bild. Ich habe noch keine Katze gesehen. Ach, da ist eine. Wofür muss ich jetzt eigentlich den Spiegel runternehmen, weil da gibt es nichts für mich. Hm. Oh, da ist eine Krone. Was ist das denn? Nichts, was ich brauche. Gut.
Da ist die letzte Krone. Das war aber noch den Gürtel, die Brille und zwei Katzen. Da ist die Brille. Da ist der Gürtel. Jetzt haben wir nur noch die Katzen. Eine der Puppen der Katze. Da auf den Bildern. Nee. Aber da ist eine. Und da ist eine Tänzerin. Ist aber keine Katze. Ah, da ist die letzte Katze. Ach, ich brauche noch die Hosenträger. Ich will die Hälfte vergessen habe. Da sind's. Und ich krieg die Heckenschere. Und dann gehen wir gleich ins nächste. Tannenzweig, Rumba-Rasseln, vier Halsketten, Hebelpfeife, Kamm, Sonnenhut, Bumerang, Croissant, Kanone, drei Rosen und eine Perücke. Ah, musste gerade niesen. Ah! Ich habe schon wieder durch das Niesen wieder die Hälfte ausgenießt und vergessen. Ja, gut. Wer das hinkriegen? Kein Problem. Das ist Croissant. So mit Nougat gefülltes Croissant könnte ich jetzt auch essen. Sollte aufhören, mich so an dem Essen hier aufzugeilen. Ich werde nicht einkaufen gehen und mir einen Schokocroissant kaufen. Nee, das ist eine Flöte, das ist keine Pfeife. Das ist eine Pfeife. Oh. Ach, der Sonnenhut. Brauche ich auch einen Regenschirm? Nein. Sie haben auch gerade keine Rumba-Rasseln. Was soll die denn sein? Ist das eine? Ach so. Gut. Frage erledigt. Da ist eine Halskette. Ach, eine Perücke. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick nichts, was nach einer Perücke aussieht. Ist die auch hier auf einem der Bilder? Da. Ach, das ist ihr Kleid. Ha. Da ist die letzte Rose. Das ist ein Hebel. Ich wollte eigentlich den Hebel. Nee. Das ist da einer. Ja. Das Bumerang. Nee. Das als Kette. Die letzte. Das die Pfeife. Da ist der Bumerang. Wie viele Puppenarme hier liegen. Dürfte der Kamm sein. Und dann fehlt mir jetzt nur noch die Kanone. Hm. Da. Yay. Und ich habe den Hebel bekommen. Na, das ist doch nett. Und da hat man gerade den Schatten gesehen.
diesem Mistvieh. Das riecht sehr stark nach dem Parfüm einer Frau. Man muss schon ein sadistisch veranlagter Puppenspieler sein, um einer Puppe einen Haken zu verpassen anstelle einer Hand. Sagst du mir hier noch irgendwas? Irgendwas hier? Bilder? Oh! Felicia und ich. Auf diesem alten Familienporträt ist eine Notiz zu erkennen. Felicia und ich, bei dem Mann handelt es sich definitiv um den Puppenspieler. Doch wer mag das kleine Mädchen sein? Ja, seine Tochter. Wobei ich sagen muss, ich dachte, das ist eine Frau. Dass es ihre Mutter ist. Sei denn, der Puppenspieler ist eine Frau. Das könnte natürlich sein. Und die sagen halt immer nur er, weil der Direktor von dem Museum war ja auch eine Frau. Ach, da muss der Hebel hin. Fertig, nun muss ich noch herausfinden, wie die Hebel bewegt werden müssen, um diese Apparatur zu starten. So schon mal nicht. Gibt's hier vielleicht irgendwo? Da! Vorhang öffnen. Die Hebel in dieser Zeichnung haben etwas mit den Vorhängen zu tun. Ach. Gelb muss nach unten. Rot nach oben und grün in die Mitte. Gelb muss nach unten. Nach unten, ja. Ah, okay. Da muss so. Yay. Also dafür, dass es hier verbrannt sein soll, sieht es aber alles ziemlich gut aus. Ich frage mich, wie lange sie wohl schon zusammen auftreten. Was kann ich denn da? Ah, ich kann den Stuhl wegnehmen. Blauer Hebel, Spazierstock, vier Schwäne, Puder, Palette, Uniform, Metronom, Tamburin, Klarinette, zwei Hörner, altes Foto und drei Rahmen. Da habe ich schon mal den ersten Rahmen. Da habe ich den ersten Schwan, da ist der zweite. Irgendwie ist das so einfach. Da kommt bestimmt irgendwas ganz Schweres, was ich nicht lösen kann. Wieder ewig viele Parts dran hänge. Kenn mich doch. Oder das Spiel ist halt wirklich einfach. Ich meine, die Bildspiele sind ja auch mehr für die jüngere Generation ausgelegt. Also wenn ich das vor 10 Jahren oder so gespielt hätte, da wäre ich 18 gewesen. Sagen wir mal vor 14 Jahren, da wäre ich 14 gewesen, gespielt hätte, wäre es bestimmt schwer gewesen für mich. Vor allem mich so lange zu konzentrieren. Das ist das Metronom. Der Spazierstock. Der Hebel. Den brauche ich bestimmt. Palette. Da. Uniform. Wieder ein bisschen strecken. Ob ich das da hinten will. Da scheint nichts zu sein. Das ist Puder. Jetzt brauche ich nur noch ein Horn, das alte Foto und einen Rahmen. Das ist Foto. Das ist der Rahmen. Oder? Nee, schade. Sah aus wie ein Rahmen. Ach, der ist da hinten. Brauche ich jetzt nur noch ein Horn. Jetzt ist die Frage, ein Horn wie das andere oder vielleicht ein Musikinstrument? Dem Spiel hier würde ich ja alles zutrauen. Natürlich ist das Musikinstrument. Ich habe den Hebel gekriegt. Ach, ich bin so gut. Sonst nix.
Das war gerade ein kleiner Mega-Lag. Platziere die bunten Glasstücke aus der linken Kiste in die rechte Kiste am Rand und vervollständige so das Muster. Die Stücke werden einrasten, sobald sie korrekt platziert sind. Vervollständige das Muster. Ah, das war schon mal richtig, wie es scheint. Ich nehme an, dass ich das so machen muss, dass die Farben aneinander grenzen. Kommt das dahin? Das? Gerade überlegen, ich das bis dahin, da ich nichts habe mit Braun dann da. Was ist das jetzt? Rote Rune. Aha. Sonst habe ich da nichts machen müssen. Das ist eine Überraschung. Das Theater hat einen geheimen Hintereingang. Der Eingang ist wahrscheinlich hinter einigen Büschen oder Ranken verborgen. Ah, das war das, was wir da hinten gesehen haben. Ja. Sonst hast du mir da nichts zu sagen, ne? Nee. Gut. Es ist unübersehbar, dass jemand an der Puppe gearbeitet hat. Aber dann aufgehört hat. Mal sehen, ob ich die Arbeit fortsetzen kann. Warum sollte ich das wollen? 4 Sicherheitsnadeln, 4 Schachfiguren, eine Schildkröte, eine Axt, eine Säge, eine Rose, eine Kneifzange, eine schlossene Maske, eine Pfeile, einen Ring und eine Kette. Sicherheitsnadel. 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 Anspruchsvolles Let's Play, weil gar keine Wiederholung und so.